Machst du dann gleich auf Mutti oder? Kann ich machen, ja. Jo, du hast die meiste Erfahrung mit dem Spiel. Machen wir jetzt nochmal mit Training? Ja. Oh, nochmal, okay. Weil da auch Racing da drin ist, okay. Die Zeit. Ich bin so nicht, ja. Reiner. Ja. Aber ich kann sowieso nicht. Auf mich braucht es keine Rücksicht nehmen. Ja, sowieso gehen, dann machen Qualifying oder was. Oder nach den ersten paar Runden. So, Wetter zufällig, ja? Na, wenn es sein muss. Im Hauptmenü jetzt, da kann man seine Ideallinie ausschalten, war ein Versorger. Ja. Dann ja, genau, das habe ich rausbekommen. Aber in-game geht das nicht, du. Vielleicht gibt es eine Taste. Nee, wenn du immer in der Lobby bist, kriegst du es nicht raus. Ah, okay. Und jetzt mal einen klassischen Satz loswerden. So. Schatzspiel! Doch nicht! Verpackt! Dreckspiel! Spiel ich nicht mehr! Ja, aber ich finde das schade, dass man das Ingame nicht ändern kann. Ob sämtliche Einstellungen oder so gehen, gar nicht zu ändern. Der Wetterverlauf ist aber auf Echtzeit bestellt. Ne? Also es kann dann echt nach 2 Stunden anfangen zu regnen. Also, und da wir einen Zeitverlauf mal 15 haben, in Runde, keine Ahnung, 14, aber dann bleibt das halt eine ganze Zeit so. Ja, ist besser. Also trocken ist eh besser, glaube ich. Ja, sonst kann ich auch trocken einstellen und dann irgendwie auf bewölkt oder sowas. Ja, nee, also lassen wir schon diese bitte... halt so ist, wie es ist, weißt du, wenn es halt regnet, dann regnet es mal. Ich meine, okay, dann machen wir zufällig. Ja, klar, das ist jetzt so. Aber wenn alle 5 Minuten hinher oder Runde für Runde immer wechseln, das ist doch Schwachsinn. Wie macht man überhaupt Boxenstopps? Fährt man da rein und macht es automatisch? Muss man da innen was einstellen oder? Du musst sie am besten aktivieren, sonst hast du Probleme, dass es ein bisschen länger dauert, wenn du einfach so in die Box fährst. Da gibt es auch eine Taste, die kannst du belegen für Boxenstopp anfahren. Und dann drückst du drauf und dann weiß deine Crew, dass du reinkommst, die Runde. Die sagen dir dann noch über Funk, jo, die Runde kommst du rein. Wenn du das nicht machst, kann es sein, dass du da mal 30 oder 40 Sekunden länger stehst, weil eine Schlagschraube nicht da haben oder ein Reifen ist nicht da und so. Okay, wo stelle ich das ein? Auch bei den Einstellungen. Da wurde eben auch die Tasten für Licht und sowas gemacht, das ganz rechts im Menü. Ah, okay, Moment. Wo sind die anderen alle hin? Server steht. Gleicher Name, gleiches Passwort. Hä? Wir starten nochmal neu. Ach so. Weil das Wetter alle 2 Runden gewechselt hat. Hier steht auch Kers und DRS gibt's ja nicht bei LMP1, oder? Nein. Nee, ist automatisch. Ah, genau. Okay. Geht ja über Bremse und über Gaspedal, wenn du mehr als 3/4 drauf trittst. Gibt er dir den Schub dann sozusagen. Ah, okay. Was ist denn jetzt hier los? Beim P30, ne? Der Audi hat das nicht. Das haben eigentlich alle Autos. Ob das der R18 TDI hat, kann ich höre schon wieder, wenn irgendwas nicht stimmt. Nee, der hat jetzt den e-tron nehmen, weil ich den habe und der Host schaltet die Autos frei. Ich dürfte jetzt eigentlich auf den e-tron zugreifen. Oh, schön. Mhm. Müsste eigentlich gehen, könnt ihr ja mal ausprobieren. Und dumm, dass man nur dass man den nicht getestet haben vorher. Na, der ist fast genauso, nur halt ein bisschen besser. Schneller halt. Ungefähr 1,5 Sekunden. Und jetzt mal angenommen, ist trocken, ne? Und es fängt an zu regnen. Und ich sage jetzt Boxenstopp anfragen, alle. Wenn ich dann reinfahre in die Box, wissen die dann, dass ich Regenreifen haben will? Nee, du gibst ja vorher die Boxenstrategie fest vor. Die speicherst du ja vorher ein, wie viel du nachtanken willst, ob du Reifen wechseln willst oder nicht, was du Reparaturen ausführen willst. Das musst du dann, wenn du da reinfährst, hast du ja ein bisschen Zeit, dann klickst du drauf auf die aktuelle Bearbeiten und gibst halt nur Regenreifen ein und passt eventuell den Luftdruck an. Kannst du doch aber auch immer automatisch nach Wetter geben lassen, oder? Eben nicht. Nee, die das Strategie geht eben nicht. Das geht nur, nicht, okay. Nur beim Setup kannst du es machen. Ah, okay. Warum jetzt nicht? Ich hab den e-tron nicht. Ich auch nicht. Kannst du auch nicht auswählen? Nee. Nein.
Das ist nie lustig, Vince. Also, eigentlich konnte man das immer aussehen, wenn der Host die Fahrzeuge hat. Nein, konnte die jeder haben. Nur wenn der Host nur dieses Auto freigegeben hat. Wenn man mehrere freigibt, dann nicht. Da braucht man selber. Ach so, dann müsste ich jetzt erzwingen machen, alle fahren mit dem E-Tron. Ja, dann okay, ja, aber okay. Sonst nicht. Hast du Server schon offen? Ja, das steht. Gleicher Name, gleiches Passwort. Klick einfach, ob jemand über deine Freundesliste aufs Spiel beitreten, ja. Gibst Passwort ein, du bist es drin, das ist am einfachsten. Ist schon offen? Ja. Alle da? Ja. Okay, ja. Na dann Abfahrt. Das ist auch nicht die richtige Le Mans Strecke, oder? Da fällt doch noch was, das kann ist das sein? Der kurze Teil, ja. Ah, okay. Ja, die richtige ist irgendwie 20 Kilometer. Ist so geil. Nur gerade. Also Setup habe ich keinen, ich stehe einfach auf Form hier und hat schon Starlack. Das ist bei mir dasselbe. Was denn? Da ist der Trophäe, ja. Aber ich habe wenigstens ein paar Gegner, das freut mich. Ich habe auch keins. Also, ich habe auch einen Gegner. Die Mauern und die Auslaufzonen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, dieses Standard-Setup bei PKs ist schon echt gut. Du brauchst wirklich nicht mehr viel Arbeit zu leisten. Es kommt immer aufs Auto an. Oder auf die Fahrzeugklasse. Ich meine, bei LMP ist es echt so, ich habe auch wenig verändert, aber bei anderen GT3 muss man sehr viel machen, da ist es echt 4 Sekunden locker muss.
1,22, yippie-jaje. Ausfetter? Ey Mutti, 1,22, hä? Naja, wow. Ja. Ja, nur so. Runde. Ja klar, gute Runde erwischt, so. Wahnsinn.
Hm? Da fährt der Kerl eine Runde und ist in einer ganz anderen Liga wie wir. Braucht ihr Setups? Ja, jetzt auch nichts mehr. Bringt sofort eine Verbesserung und dass das Fahrverhalten wirklich schlechter wird. Machen wir Flügel auf 3-3 beim RWD. Fliegt mir doch ab mit dem Dahn. Nee, bei 3-3 ist genau richtig. Glaub mir, ich habe auch nicht viel verändert. Der Abrieb ist das dann, ne? Ja. Ich bin 3-2 gefahren. Ja, ich mach 3-3 gefahren. Dann die Kühler ein bisschen zumachen. Also Motorkühlung auf 40 und Bremse auf 35. Dann den hinteren Sturz komplett auf 0. Was ist mit Bremskühlschächte? Auf wie viel? 35. Weil der ist bei mir auf 85. Ja, runter machen. Okay. Oh, aber nur beim RWD, ne? Weil bei den anderen Autos weiß ich nicht, wie das sicher aussagt. Ja, ich hab feiert den RWD. Motor auf, machst du auf 40, reicht, kriegst genug Luft. Und der Sturz, wie gesagt, hinten auf 0, ganz nach rechts. Wo finde ich denn den Motor? Dann kannst du durchklicken bei Fahrzeug. Motor findest du unter Differential. So. Ah, okay. Kühler steht ganz unten. Auch auf 40 oder was? Nicht auf 40. Bremse auf 35. 40 und 35, okay. Ja. Gut. Sturz hinten auf 0 und vorne machst du auf, ja, ich habe 0,9, damit du wenigstens noch ein bisschen vernünftig einlenken kann. Vorne auf wie viel? 0,9. Also auch ziemlich weit rechts, weil das ist ein Bug okay. Im Spiel. Da, du bist auf den Geraden schneller und verlierst in den Kurven wenig Zeit. Okay. Und dann solltet ihr auf jeden Fall schneller sein, so. Na, ich tippe mal 2 Sekunden. So, probiere ich das mal auf dem Audi aus. Ob das auf dem Audi geht, wie gesagt, keine Gewähr, ne? Aber ich sag mal so, Sturz ist bei einem Auto bei so. Nur die Flügel da weiß ich nicht, wie gesagt, keine Ahnung. Go. Sturz hinten komplett nach rechts. Ja, auf 0,0. Ja, ich fahre 3 Kurven, das fühlt sich schon bedeutend besser an. Das klingt doch schon mal gut. Ach, Setups werden überbewertet hier. Geht einfach los hier. Ja. Juge, einsteigen und losfahren, ne? Ja, genau. Siehe Podcast. Ja, ist ja auch so. Ja. Ah, das ist mal eine gute Sache, mal ein bisschen was anders fahren hier. Das brauchen wir mal da oben. Ja. Ein schönes Bierchen geholt und dann wäre ich mich mit dem letzten Platz ankreuzen. Wunderbar. Gibt's auch Punkte? Paddy? Nö. Wieso nicht? Mach doch einfach mal heute, wer gewinnt, der kriegt 10 Punkte. Irgendwas, keine Ahnung.
10 irgendwas Punkte. Luftpunkte. So you got to start respecting track limits. Keep it between the white lines. Alter, ihr haut hier Zeiten raus. Das ist ja Wahnsinn. Das, naja. Go, go, go. Blue flag, but let them through.
Hm? Ja. Nein. Ja, ich gehe jetzt dann. Tschüss, Rainer. Tschüss. Was ist mit dir? Gehst du? Nee, du, oder? Hab ich gesagt? Ey! Wer war denn das? Ich war das, Entschuldigung. Sag mal, ja, Leute hier! Machen wir Crash-Car, oder wie heißt das hier, Stock-Car? Sind wir dabei. Sind wir dabei. Wieso regnet denn das auf einmal? Ist zufällig. Der ist auch blauer Himmel. Was ist das für ein Quatsch? Das hatten wir gestern aber auch so innerhalb von 100 Metern. Ja, komm. Guck mal aufs Zeitentablo. Boah, ist so close, ich muss nochmal raus. Ne? Du kann ich haben und nicht nach von einer Zehntel. Das kann ich nicht auf mir sitzen lassen. Na, jetzt hat das Regnen angefangen. Das wird schwierig. Geil. Ich weiß nur, 12.000 Stift zu Lobby 2. Die Lupe begutzt das dann von hinten. Ist das da, wenn er gekommen ist? Oder wie sieht das aus? Was war? Du beguckst dir das jetzt einfach von hinten und bist dann da, wenn du gebraucht bist. Das ist hier Fun ohne Ende. Also ich brauche mal was anderes, wie gesagt. Und ist mir scheißegal, ob ich Erster oder Letzter wäre. Erstgenannt ist eher nie, zweitgenannt ist realistischer, oder? Ja, ähnlich Grunde versuche ich es nur. Seid ihr da mal nicht so sicher? Noch nur wieder ein unsichtbares Objekt irgendwo auftauchen. Ja. Ach, gibt's das hier oder was? Herr Rapo hat zum ersten Event hier bei uns deswegen rausgehauen. Ja, in der ersten Runde. Ich hab so viel trainiert. War so knapp hinter Matt, war das glaube ich. Bin ausgeschert, wollte reinstechen in der nächsten Kurve. Und dann bumm, irgendwas Unsichtbares auf der Strecke erwischt. Ukio war das. Ukio war das weiter. Ukio. Ja. Mein komplettes Auto vorne zerstört, er wollte nicht mehr lenken. Oder wie bei mir, und ich war eine Wende in der Boxengasse. Ja. Ist aber auch schon 5 Patches her, also. Ich denke, das dürften sie rausgenommen haben. Ich bin mal gespannt. Wenn wir jetzt eigentlich hingehen und am Kart einfach auf die Strecke gehen, wenn wir da alle mit einem LNB-Fahrzeug oder so. Das Wetter ist Schwachsinn, ehrlich gesagt. Ja, auch. Na gut, jetzt stehe ich. Ciao. Hallo. Ich wünsche euch viel Spaß, Leute. Jo, danke. Dankeschön. Danke. Den habe ich jetzt schon. Also, Jan, auf dem Audi funktioniert das Setup auch gut. Okay, das hört man ja.
Das wusste ich nicht, dass das für alle Fahrzeuge ist. Wow. Ja, also was heißt, es funktioniert gut, also es fühlt sich auf jeden Fall sicherer an, ne? Was ist denn das jetzt? Ist das Warm-up für Pause. 5 Minuten Pause, weil du sonst keine Pause dazwischen hast. Achso, okay. Also auch das ist das Qualifying, jetzt ist Warm-up und dann geht's los. Geht's gleich im Rennen. Alles klar. 50 Runden, diese Strecke. Ja. Hurra! Wie ich mich freue! Yeah! Ungefähr die Reifen. Ich sag mal so, bei mir haben sie so 36, 37 Runden gehalten, aber so weit kommt ihr wahrscheinlich mit eurem Sprit nicht, weil ihr habt ja kleine Tanks irgendwie, ne? Ich meine, beim RWD-Beta, der hat ja 74 Liter, da passt ja was rein, aber der Audi hat ja glaube ich nur 49 oder so. 30 Liter, sagt er nicht. Ihr müsst jetzt eure Kategorie schon mal planen, ne? Bin ich gerade dabei. Bravo, schieb ihn raus. Was für Reifen? Keine Ahnung. Also ich hör zweimal bei, weil mit den Mediums verlierst du in den Kurven, finde ich, zu viel Zeit, weil kein Griff, aber jeder kann das natürlich so machen, wie er will. Ja, klar. Aber mit den Mediums kann man, glaube ich, durchfahren. Ja, aber es reicht ja vom Splitter nicht. Nee, aber klar, wenn du Reifen wechselst, schießt du natürlich dementsprechend länger einfach, ne? 30 Sekunden oder so. Ja, 30 Sekunden, also entweder schießt du 13 oder 30, eins von beiden. Nee, entweder schießt du 30 oder 60. Also, wenn man das in der Mitte da steht. Nein. Aber das hat mich echt geärgert in dem Event, was man hat. Dachte, oh ja, jetzt krieg ich gut, ich war schneller als er. Hinaus und boom, voll in den gegen ein Objekt. Stand dann links an der Wand und konnte über links und rechts gehen. Ja, sowas ist ärgerlich. Aber zum Glück sind die Bugs so die größten behoben soweit. Das ist vorteilhaft. Es gibt zwar immer noch so kleine Sachen manchmal, ne? Aber im Großen und Ganzen, also das geht halt. Die Boxenstopps sind jetzt auch nicht mehr so verbuggt und das war ja am Anfang richtig schlimm mit den Zeitstrafen. Ja, ja. Das war kurz nach Release, das war eine Woche nach Release, glaube ich, haben wir das Event gefahren, so ein Multiclass. Ja, ich bin da mitgefahren, genau. War gut. RWD, also LMP1 und GT3, ne? Ja. So viel trainiert, ich habe da glaube ich 5, 6, 7 Stunden trainiert für das Event. Hat auch echt gute Pace. Erste Runde, fahr den Tokio und Boden. Vorbei. War so ärgerlich. Ich hab mir das online vorhin mal angeguckt, also heute Vormittag. Und das irgendwie der Audi neben mir oder was, der Porsche, ich weiß es nicht, ob der Porsche oder Audi abgehoben. Der hat direkt beim Start einfach das Fliegen angefangen und ist irgendwo ins Nirvana geflogen. Oh, ich hoffe, alle sind da. Ich bin da. Matt? Matt ist auf Kurs. Bin ich da. Okay. Ja,
bei mir in der Box steht und es gibt einen Scheibenschaden hat. Jetzt wollte ich gerade meine Runde anfangen. Da wird auch nicht gefahren werden, wo man weißt du doch. Da soll gefahren werden oder muss gefahren werden? Muss nicht gefahren werden. Aha. Wer fahren will in den 5 Minuten nachfahren. That's our second warning for cutting the track. Also. Oh, Licht aus. Lass mal Scheibenwischer ausmachen hier. Green, green, green. Oh, wer ist so stehen geblieben hier? Au, 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 was macht ihr? Der hat mir den dritten Gang angezeigt bei mir. Achso. Ja. Unterscheidet den Rückwärtsgang. Some rain in the next 30 minutes, so keep your eyes open. Oh, ey, Leute, das ist doch eine Scheiße. Ich rutsche raus und dann kriege ich eine Strafe wegen Track Limit. So ein Mist, ey. Was ist das für ein Kack, ey? So ein Schwachsinn. Raus!
Och, wisst ihr was? Das ist doch nicht normal. Ein kleines Stück nach links rausgerutscht, Track Limit. Boah. Was? Das ist so hart bestraft, das hätte ich nicht gedacht. Boah, Matt, ey. Oh. Stande. Hast du irgendwas an, Rappo? Hä? Was hast du da an Hilfe an? Drückzugskontrolle. Ja. Du kannst alles aus? Ja. Die hier auch aus, ja? Ne, die habe ich auch. Okay. Komplett oder nur Kurven? Komplett. Okay. Sorry, dass ich gerade abgelenkt habe. Könnte ja Absicht gewesen sein, aber nee. Ich guck nur so zu. Also ich nur zu. Ich brauche da mehr Training. Das ist so live nicht. Aber sehr lustig. Bei den Autos geht's glaube ich auch ohne Traktion. Keine Ahnung, ich hab alles aus hier. Ich hab nicht an. Ja, ich fahre aber auch mit Pad, also es ist. Ach so. Also. Sorry, Buddy, ich mach Slowdown. Oh, Raffel! Ich musste dir ausweichen und habe das Heck verloren. Ich kann aber plötzlich auch mal hin, weil du plötzlich standest. Boah, ey. Also ich muss Juven dann mal recht geben, scheiß Slowdowns. Ja. Ja, weil du bist, wenn du rausrutschst, ne? Wenn du bewusst nie, also es kommt sicherlich vor, dass man versucht ein bisschen enger zu fahren oder so. Aber wenn man nach links rausrutscht oder die Kurve verpasst, da gibt es einen Slowdown. Also das finde ich total bescheuert. Muss ich jetzt mal so sagen. Los, Buddy, gib mir da einen Windschatten. Ne. Ey, gib mir lieber... Gib mir lieber mir.
auf der Linie an, Matt? Nee. Wegen verbremse ich mich so oft.